Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Daughters of Ash. Wir stehen vor dem zweiten Gargoyle-Kampf und ich stelle mich nicht wirklich gut an, wenn wir ehrlich sind. Ach komm schon wieder? Okay, jetzt müssen wir hier erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Okay, das war jetzt ein Trade. Da bin ich nochmal rechtzeitig weggekommen. Okay. So. Ah, Mist. Das darf nicht passieren, dass ich mich so treffen lasse. Okay. Den habe ich gewischt. Den habe ich erwischt. Ich denke, wir sollten uns kurz zurückziehen und heilen. Ah, Mist. Ich sehe den zweiten nicht. Okay, das war jetzt entweder Glück oder Pech. Je nachdem, wie das hier ausgeht. Hau zu. Ha, jetzt dann locken sie mich gerade. Okay, Mist. Hau zu. Okay, gut, gut. Der hintere kam mir gerade nichts. Schon wieder vom Feuer erwischt. Okay. Wir haben leider nur noch 3 Essos. Ich sollte wahrscheinlich das Bonfire nochmal kindeln, oder? Das wäre wahrscheinlich sehr sinnvoll. What? Wie schnell er da ist. Ah, da hätte er mich fast getötet. Mist. Fast erwischt. Okay, das war nicht schlecht. Wobei wir traden wieder mit unserem Leben. Jetzt muss ich aufpassen. So, beide haben gerade zugehauen, deswegen konnte ich mich ein bisschen heilen. Okay, das war gut. Das war gut. Einigermaßen. Gut, den haben wir erwischt. Es spucken beide Feuer übrigens, ne? Ist nicht so, dass das nur der eine macht. Ohne Estus. Ich habe, glaube ich, keine Menschlichkeit ausgerüstet. Shit. Shitty, 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 shitty. Ah, das wird in die Hose gehen. Ich hoffe, es ist der richtige. Nein. Wir haben da gar keinen Schaden gemacht an dem. Das war Reaper. Manchmal macht man einfach keinen Schaden. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Aber so ist es jetzt halt mal. Tot. Ah, das war ein guter Versuch. Ich will das eigentlich so schaffen, ne? Ich meine, ich habe das jetzt am Ende echt gut ausgehalten, ohne Estus. Wenn ich da am Anfang nicht so viele brauche, dann soll das eigentlich gehen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Was ich immer noch nicht verstanden habe, ist, warum teilweise die Bosse kein Damage nehmen. Ich habe wirklich das Gefühl, man muss sie mehr oder weniger gleichzeitig down kriegen. Okay. Okay. Weniger Button Smashing wäre vielleicht auch nicht schlecht, oder? Okay, da habe ich was abgekriegt. Ich muss ein bisschen traden leider, oder? Ach komm, das ist doch Bullshit. So. Bleibt so. Mist. Es spuckt der andere natürlich ausnahmsweise mal kein Feuer. Ich kann mich nicht richtig heilen.
So, jetzt gucken wir noch mal. Ach shit. Okay, da spuckt der Feuer. Habe ich ihn erwischt? Wir sind hier ziemlich am Arsch gerade. Ah, vielleicht. Gucken wir mal, was der andere macht. Jetzt wird hier wieder Feuer gespuckt. Ich muss hier. Kommst du hier runter? Sie fliegen teilweise auch irgendwie sehr, sehr lange. Okay, das war gar nichts. Was war das? War das der Schwanzhieb? Ach, schon wieder. Ich komme nicht richtig dazu, mich zu heilen. Okay, das war ganz nicht so schlecht. Schon wieder nur 4 Essos. Ich glaube, ich brauche für diesen Spielstil. Was? Die Range, die sie dann halt teilweise haben. Ach, shit. Okay. Aha. Kein Feuer. Wenn einer Feuer spuckt und der andere nicht, dann geht's einigermaßen. Er steht jetzt halt da so ein bisschen mittendrin. Ich komme nicht an den Feuertypen ran. Ja, es ist ungünstig gerade. Gut, dann haben wir ihn erwischt. Da haben wir sogar Schaden gemacht. Jetzt ist die Frage, wenn ich weiter auf Reaper Schaden mache, kommt der Schaden dann noch rein? Oh, das war nix. Ach, komm schon. Really? Wir haben immer noch wieder nur 2 Estus. Okay, das war gar nichts. Der Schaden ist tatsächlich noch... wir haben Schaden gemacht. Ich glaube aber nicht, dass wir ihn töten können. Okay, da ist der Feuerspucker. Gucken wir mal. Na komm. Man sieht halt nicht genau, was er macht, wenn das Feuer dazwischen ist. Okay, das war gut. Soweit. Soweit, so gut. Ach, natürlich. Spuckt er jetzt kein Feuer. Ach, das... Das ist doch scheiße. Ich hätte weiter auf Reaper gehen sollen und gucken, hoffen, dass ich da Schaden mache. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, dass wir teilweise keinen Schaden machen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Auf ein neues. Gucken wir mal. So, und ich glaube, jetzt können wir Damage machen. Na. Ich glaube, ich habe gerade beide erwischt. Aber wir müssen jetzt... shit. Das war zu greedy. Ticken zu greedy. Ich mag es nicht, wenn beide zuhauen. Außer sie hauen wirklich gleichzeitig zu. Aber das kommt irgendwie ein bisschen zu selten vor. Ah, ich habe wieder einen Hit kassiert. Okay, das müsste sich ausgehen. What? Das war... Ach, Mist. Gut, wir konnten uns heilen. Da war das Timing richtig.
Dann hauen wir dem mal eine rein. Das war gut. Angriffe rausbaiten ist eigentlich nie eine schlechte Sache. Beide getroffen. Hervorragend. Spucken gerade beide Feuer. Das heißt, da können wir nicht wirklich viel machen. Okay. Und jetzt sind wir in die Mangel genommen. Das kommt uns entgegen. Können wir uns direkt zweimal heilen. Okay. Gut, Reaper ist fast down. Das Feuer von oben ist gefährlich. Ne. Okay. Aber ich denke, das ist Reaper schon mal down. Die Frage, gibt es hier noch einen Catch? Ah, oh, shit. Heilen wir uns. Das hat nicht geklappt. Also, das Zuhauen hat nicht geklappt. Das war gut. Und er ist down. Das Eye of zwei Augen von Eye of Death und ein Geminate Vestige. Und ich hoffe, wir kriegen viele Seelen. Und ich sollte auch direkt mal das Ding hier ausziehen. Ich glaube, das ist ein Untoter sogar. Wir gucken uns gleich die Augen der Toten an. Ich möchte nur irgendwo in Sicherheit sein. Okay, Oswald ist immer noch da. Was haben wir gekriegt? Eye of Death. Lure Phantoms from Other Worlds. Online-Play-Item. Was? Warum kriegen wir hier ein Online-Play-Item in einem Mod, der offline gespielt gedacht ist? Verstehe ich nicht. Was war das andere? Hier, Geminate Vestige. Used again to Humanities. Warum nennt man es nicht einfach Twin Humanity? Was ist hier speziell? Entwined Remains of Serata and Volok. Inseparable traitors of the Way of Might. Most undead believe Velka is merciful, but then again, most believe the murderous lovers were routinely executed. The third cleric involved in the parish killings were never identified. If these black sprites are truly humanity, then through what miracle could they survive a punishment? Okay, die haben einfach irgendwie einen anderen Flairtext. So, gehen wir zurück. Gehen wir zurück zu unserem Schrein, machen ein paar Level-Ups und ja, das waren die Gargoyles. Ich wusste doch, das geht auch mit 10 Estus. Ach Mist, jetzt haben wir immer noch 35.000. Na gut, was machen wir als nächstes? Wir haben Sief abgeklappert. Wir können kurz mal... wollen wir den DLC jetzt nochmal abklappern? Das dauert so lange. Wir können kurz durchrennen, oder? Vom Royal Hippodrome aus. Und die ganzen 35.000 Seelen verlieren wahrscheinlich. So wird's kommen. Wir können auch ein, zwei Gegner vielleicht auf dem Weg farmen. Das war hier, oder? Ah, shit, hier sind wieder die Hunde. RIP 35.000 Seelen, oder? Man trifft die halt einfach nicht. Diese elenden Wichsköter. Was ist krass? Wie ich halt einfach keine Chance habe gegen einen einzigen Hund. Meine Güte. Eieiei. Okay, jetzt hier rüber. Dann hoch und dann links halten, glaube ich, ne? Ach, shit. Natürlich. Was auch sonst. Tschüss, du Pisshund. Okay. So, ich glaube, hier können wir jetzt nicht großartig runterfallen. Da ist ein kleiner Ernterschnitter. Wir töten ein paar von den kleinen Gegnern hier. Vielleicht genügend Seelen für ein Level abzukriegen.
Oh, hat Moss dabei. Da ist ein Dicker. Mit den Dicken möchte ich mich eigentlich nicht unbedingt anlegen. Die sind nur unnötig gefährlich. Da ist ein kleiner. Und da ist noch ein kleiner, ja. Gute Sache. Keine Hunde. Ich glaube, es auf diesem Weg gab es auch keine Hunde. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher. Na, machen wir dich mal weg. Oh, es gibt doch Hunde. Den erst auch down. Kommen wir hier runter? Ja, wir kommen hier runter. Gute Sache. Dann machen wir ihn noch weg. Ich denke, dann könnten wir schon fast... Ach komm schon, pillage den scheiß Body. Disaster are gone after defeat of Gravelord Servant. Was? Disasters are gone after defeat of Gravelord Servant? Was soll jetzt hier passiert? Da wurde gerade irgendein Event getriggert. Und ich habe keine Ahnung, was es ist, aber wir setzen uns hier mal ins Leuchtfeuer und gucken danach mal bei dem Bossraum. Aber es fehlen 2000 echt. Haben wir noch eine Seele im Inventar? Irgend so was Kleines. Zum Beispiel Weary Hunter. Ah, das sind nur ein Tausender. Dann würde ich sagen, pfeifen wir uns. Was ist das? Pfeifen wir uns nochmal. Noch eine davon rein. Und dann noch so eine Blind Wizard-Seele, oder? Das reicht noch nicht. Doch, das reicht. Okay. Gut, dann hat sich das gerade erledigt. Dann machen wir das so. Gucken wir mal, ob hier sich irgendwas getan hat. Wir haben wieder irgendeinen komischen Buff. Oder die Buff, man weiß es halt nicht so genau, ne? So, Reflecting Pool. Ich erwarte hier eigentlich einen Bossfight. Ist immer noch nichts. Schade. Ja, wir können nochmal hier zum Ende durchrennen. Irgendein Event ist getriggert, aber jetzt hier planlos in der Gegend rumzurennen, da habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zu Nito, dem alten Haudegen. Unserem Homie. Und, nein. Wir gehen zu Nito, dem Homie. Und gucken dann einfach mal, wie wir von da aus weiterkommen. So, Nito. War die Undercrypt. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Die Frage ist, hat sich jetzt da was getan? In, im Grabmal der Riesen? Ist es dunkler geworden oder nicht? Ich weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall aber die Sunlight Mega da anziehen. Hier. Es gab noch ein Leuchtfeuer weiter unten. Was geht eigentlich von der Sicht her, oder? Das Ziel ist jetzt, zu diesem Leuchtfeuer dadurch zu kommen. So, hier war Patches, den haben wir erledigt. Ich höre Schritte. Ah, das sind jetzt wieder die Hunde, ne? Oh, und große Skelette haben wir auch. Boah, das sind One-Hits? Tatsächlich? Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Gehen wir auf Estus. Und dann hier runter. Ich weiß den Weg nicht mehr ganz so genau. Dann ging es hier runter. Und dann ging es, hier ist das Fake-Leuchtfeuer, oder? Genau. Also ich nehme an, dass es ein Fake-Leuchtfeuer ist. Ich habe es nie ausprobiert. Bin ich aber auch nicht so scharf drauf, wenn ich ehrlich sein muss. So, wir rennen hier schön. Ja, da haben wir noch ein Item.
Erstmal rasten wir mal ganz kurz unten am Leuchtfeuer. Weil ich will nicht diesen weiten Weg hier wieder machen müssen. Und einer ist gestorben. Wir rasten am Leuchtfeuer. What the fuck? Was war das? Sieh echt die Kacke am Dampfen, ne? Das hier ist das richtige Leuchtfeuer. Da rasten wir. Und dann gucken wir uns an, ob wir dieses Item da kriegen. Ist das gekindelt? Ne, es ist nicht gekindelt. Wahrscheinlich müssen wir das kindeln. Ich werde jetzt aber... Naja. Ich werde es erstmal nicht kindeln. Ich werde erstmal... ich lasse es erstmal so. Haben wir... Was haben wir für einen Ring an? Wir sollten... Was sollten wir anziehen? Den Ring, der Item Discovery boostet? Ich wüsste zwar nicht, dass wir, was wir hier noch großartig für Items kriegen sollen, aber naja, was ist... Spielt nicht so eine Rolle. So, steh du auf. Tut er nicht. Strange. So, da oben ist ein Item. Wie kommen wir daran? Wie kommen wir daran? Können wir dich staggern? Okay, wir können dich one-hitten. Das ist sogar noch besser. Was zur Hölle ist das da? Hallo? Wie kommen wir daran? Von da oben. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Das heißt, es wird ein wichtiges Item sein wahrscheinlich, oder? Sonst wäre das nicht so fies positioniert worden. Wo sind wir? Ist hier noch irgendwas? Ich glaube kaum. Okay, wir gehen nochmal eine Stufe höher. Wir gehen hier nochmal eine Stufe höher und gucken, ob wir von da dann irgendwie mehr Glück haben. Hier, da ist ein Hund. Tschüss. Ich hasse diesen Crap hier am Boden. Hier geht's runter. Die Frage ist, ob... Das ist nur wieder der Punkt, wo wir schon waren. Das ist ein Mysterium hier gerade. Weil ich glaube, im Vanilla Dark Souls gab es da keine Items. Hier ist alles dead-endig. So, wir gehen hier hoch. Vielleicht von ganz oben. Aber das wäre auch irgendwie ein bisschen... Da ist er. Okay. Den Trade nehmen wir hin. Ich denke, das passt. Ich gucke nach unten, ob hier irgendwo ein Item ist. Man hier irgendwo runterspringen kann. Ich sehe das Item hier nicht. Das heißt, wahrscheinlich sind wir hier falsch. Ein einziges Item, ne? Irgendwo positioniert. Es lebt auf jeden Fall nochmal ein Hund. Hier steht nichts auf. Wir machen dieses Skelettzeug hier aber mal weg. Den haben wir. So, jetzt ist die Frage. Eigentlich... Bin ich der Meinung, wir gehen hier unten durch. Dann müsste das eigentlich hier unten irgendwo sein. Aber ich sehe nichts. Was natürlich ein bisschen doof ist. Weil blindlings irgendwo runterzuspringen, das macht ja keinen Sinn hier. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Ich glaube... Das wird bestimmt irgendwie so einen Scheißsprung voraussetzen von irgendwoher. Zumindest sind jetzt hier keine Gegner mehr. Aber ich werde den Sprung verkacken.
sterben und dann sind alle Gegner wieder da. Wobei ich glaube nicht, dass das Rätselslösung hier ist. Sondern tatsächlich hier irgendwo. Können wir das anvisieren? Was zur Hölle ist das für ein Vieh? Das ist irgendwie ein bisschen in der Wand festgebackt. Okay, das hat keinen Sinn. Scheint auch kein richtiger Gegner zu sein. Das Problem ist, wir werden von da nicht rankommen, oder? Nope. Ah, das ist echt fies positioniert. Ach, es gibt von da oben gibt es schon eine Kante. Aber die Frage ist, wie werden diese scheiß Kante da rankommen? Es gibt hier... Sehr strange. Ist das hier eine scheinbare Wand? Nee, ist es nicht. Ich dachte schon, es wäre auch... Ich hatte keine scheinbaren Wände in diesem Gebiet in Erinnerung. Irgendwie muss man doch da hinkommen. Hat's was hiermit zu tun? Das ist die Leiter. Da könnte man runterspringen, bringt uns aber nichts. Ich weiß es nicht. Warum ist das Ding hier nicht zerstört? Es stört mich ein bisschen. Also, wenn wir hier hingehen, sehen wir doch da oben so eine kleine Kante. Ich denke, da müssen wir hin. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Weil von hier ist nicht. Außer der Mod hat eine neue scheinbare Wand irgendwo eingefügt. Sieht aber nicht danach aus. Können wir das hier wegmachen? Dankeschön. Okay, man muss... Es ist nicht gerade. Es ist... Guck nochmal von hier. Können wir hier irgendwas tun? Wie gesagt, ich habe keine scheinbaren Wände in Erinnerung. Da sind wir einfach nur vorhin runtergesprungen. Darüber. Wir müssen darüber. Wie kommen wir darüber? Wie kommen wir darüber? Das wird hier irgend so ein ätzender Blindsprung sein, den wir machen müssen. Da ist eine Nachricht. Sollen wir das einfach mal... Ich meine, wenn da eine Nachricht ist, muss da die jemand hinterlassen haben. Das ist ja grundsätzlich schon mal gut. Hier, okay. Gut, wir sind hier, ja. Und nun? Wann... Ich glaube, hier waren wir auch schon. Aber vielleicht nicht gründlich genug. Okay. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Die Gegner sind nicht zu unterschätzen. Aber down. So. Da ist das Item. Das war gut. Dann machen wir das hier noch weg.
Und dann können wir hier runterspringen. Allvaters Ring. Okay, erstmal gehen wir hier runter. Und gucken uns den Ring an. Allvaters Ring boosts Miracle Power and Attunement. Okay, das ist für ein Arsch. Aber gut, ne? Konnte man nicht wissen, jetzt wissen wir es. Gut, dann heißt es in der nächsten Episode wahrscheinlich Kampf gegen Nito. Ich werde dieses Bonfire noch... Na, werde ich es kindeln? Ich werde es nicht kindeln. Ich will erstmal gucken, wie wir so mit Nito klarkommen. Und einfach ein Gefühl kriegen, ob ich es einmal oder zweimal kindeln möchte. Es gab hier damals im normalen Dark Souls ja auch noch die Invasion von Paladin Leroy, wo eventuell stattfinden könnte, wenn wir uns menschlich machen. Das heißt, ich werde dieses Bonfire auf jeden Fall kindeln. Ich wüsste auch nicht, wofür wir sonst hier die ganzen Humanities noch brauchen. Aber gut, meine Lieben, ich würde sagen, das war es erstmal mit dieser Episode. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.